Hi ihr Lieben, ich bin Tim und ich melde mich hier aus meinem Studio, meiner Musikschule, bei euch, weil ich mitbekommen habe, dass vielen Kindern sehr langweilig ist, bedingt durch die Situation, dass die Schulen zu sind und auch die Kindergärten zu sind. Und tja, wir müssen das Beste draus machen. Ich habe die Möglichkeit, direkt bei euch in die Laptops oder aber auch in die Tablets von euren Eltern oder auch von euch zu kommen, da ihr nicht hier zu mir in den Musikunterricht kommen könnt. Und ich habe mir überlegt, aufgrund dessen, dass ich erfahren habe, dass vielen von euch langweilig ist, biete ich euch hier einfach mal eine ganz entspannte, coole Stunde an zum Thema Rhythmik, Schlagzeug, ein bisschen was. Und ich hoffe, da kann ich euch ein bisschen Spaß mitbereiten. Zunächst erstmal, ihr braucht keinerlei Instrumente, ihr findet alles zu Hause, ihr habt euren Schoß, ihr habt eure Knie, ihr habt eure Hände, ihr könnt klatschen, ihr könnt sowas machen, ihr habt auf jeden Fall ganz viel Material zum Musizieren zu Hause. Zum Beispiel ein Kochlöffel tut's auch und auch hier ein Topf. Es gibt auf jeden Fall überall in jedem Haushalt Gegenstände, mit denen man Musik machen kann. Eure Kreativität ist da ein bisschen gefragt, da könnt ihr mal so ein bisschen überlegen, was coole Töne gibt, was nicht. Ihr könnt stampfen, wie gesagt, ihr könnt auf verschiedene Töpfe hauen, in verschiedenen Größen, die geben alle verschiedene Klänge von sich. So, wenn sich die Situation wieder ein bisschen entspannt hat, dann möchte ich euch noch auf meinen Flyer hinweisen. Ich biete nämlich Schlagzeugunterricht und auch Gitarrenunterricht und Bassunterricht in Bodenheim in meinem Studio an. Also wenn ihr irgendwo hier so ein Zettelchen seht, ne, könnt ihr hier unten auch einfach ein Zettelchen abreißen und euch bei mir melden, wenn euch diese Stunde gefallen hat. Ja? Den Groove, den ich mir heute für euch überlegt habe, ist eigentlich ein ganz einfacher Groove. Wie gesagt, ihr braucht keine Instrumente, ihr könnt auf den Knien spielen oder in die Hände klatschen. Er ist eigentlich ganz einfach, ich spiele ihn euch mal vor. Er geht so, boom, zack, boom, boom, zack, boom. Der Schlag auf die Knie ist immer das Bumm und das Klatschen ist immer das Zack. Also noch einmal. Bumm, Zack, Bumm, Bumm, Zack, Bumm, Zack, Bumm, Bumm, Zack. Und denkt an eure Kreativität. Ihr könnt auch den Fuß nehmen und ihr spielt Bumm, Zack, Bumm, Bumm, Zack, Bumm, Zack, Bumm, Bumm, Zack, Bumm. Zum Beispiel. Oder ihr nehmt zwei verschieden klingende Töpfe und haut dann auf beiden Töpfen. Das könnt ihr auch machen. Ich habe jetzt hier in meinem Studio die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen schöner klingen zu lassen. Das will ich euch auch ganz gerne zeigen. Da könnt ihr mal ganz kurz gucken. So sieht das hier bei mir aus. Das hier ist also das Studio. Da ist auch ein Schlagzeug. So sieht das Ganze aus und könnte so klingen. In der Verbindung noch einmal. 1, 2, 3, 4. Boom, zack, boom, boom, zack, boom, zack, boom, boom, zack, boom, zack, boom, boom, zack, boom, zack, boom, boom, zack. Die Menschen mit Töpfen, die machen auch mit. Bei dem Schlag auf den Topf könnt ihr auch feststellen, dass je nachdem, wie ihr mit dem Kochlöffel, so habe ich auch angefangen im Schlagzeug spielen, je nachdem, wie ihr mit dem Kochlöffel auf den Topf haut, auch ganz andere Töne dabei rauskommen. Da könnt ihr auch variieren. Das ist eigentlich was, was für die ganze Familie schön ist. Also wenn Mama und Papa da Lust haben, auch ein bisschen mitzutrommeln, können die sehr gerne mittrommeln. So, jetzt habe ich mir Verstärkung geholt. Der Marlon ist auch mit da. Marlon ist mein Sohn und hat aktuell auch schulfrei. Und dem ist auch langweilig. Deswegen macht er jetzt hier ein bisschen mit. Der ist auch schon Schlagzeuger. Und dann spielen wir mal zusammen, oder? Okay? 1, 2, 3, 4. Zack.
zack, bum, bum, zack. Zack, bum, bum, zack. Okay. So, wir können das auch zusammen machen. Na, bist du bereit? Okay. 1, 2, 3, 4. Zack, bum, bum, zack. Bum, zack, bum, bum, zack. Bum, zack, bum, bum, zack. Bum, zack, bum, bum, zack. So kann man alle bespaßen. Auch die Geschwisterkinder können das zusammen machen. Und jetzt machen wir noch einmal das mit. Marlon hat sich auch vorbereitet. Wir haben jetzt beide hier, ne, Kochtopf und Kochlöffel. Okay, bist du soweit? Ja. 1, 2, 3, 4. Bum, zack, bum, bum, zack. Bum, zack, bum, bum, zack. Bum, zack, bum, zack. Bum, zack, bum, bum, zack. Bum, sehr schön. Wir haben uns immer neu ausgestattet und gucken mal, wie die klingen. Ne? 1, 2, 3, 4. Nun ja, also man hört, es klingt nicht gut. Deswegen verstehen wir überhaupt nicht, warum die ganzen Leute irgendwie so viel Klopapier kaufen. Weil klingt nicht gut. Ne? Kann man sofort wegwerfen. Macht keinen Sinn. Nimmt mir doch vielleicht lieber den Kochlöffel. Wisst ihr Bescheid? Okay, alles klar. So, jetzt habe ich mal die Gitarre dazu geholt. Für die Gitarristen unter euch, also Mamis und Papis oder aber Geschwisterkinder oder ihr selbst. Das sind Akkorde, und zwar ist es ein G. Dann haben wir ein D. Und wir haben ein C-Akkord. Und das sind alle Akkorde schon gewesen für Von den blauen Bergen kommen wir. Ja, ist gar nicht so schwer. Und dann kann man auch dazu texten, was man möchte. So. Marlon und ich spielen jetzt gleich nochmal den Groove. Und dann werde ich mit der Gitarre einsteigen und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr einfach eine Runde mitspielen könnt, okay? 1, 2, 3, 4. Bum, zack, bum, bum, zack, bum, zack, bum, bum, zack. Bum, zack, bum, bum, zack, bum, zack, bum, bum, zack. Noch mehr Verstärkung. Hey, hier nochmal aus dem Kinderzimmer. Es ist sogar möglich, das in den Alltag zu integrieren, sogar im Kinderzimmer. Jeder kann mitmachen, es ist was für die ganze Familie und es macht tierisch Spaß, gemeinsam Musik zu machen. Das Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal einen Kommentar unter dem Video da und alles weitere findet ihr auf meiner Website oder aber auch auf meiner Facebook-Seite
oder ihr schreibt mir eine E-Mail unter timbreideband@gmail.com. Ich werde den Song von den Blauen Bergen kommen hier auch noch als MP3 hochladen und den könnt ihr euch dann ebenfalls runterladen und dann könnt ihr zusammen zu Hause auch wunderbar trommeln. Also, euch hier noch ganz viel Spaß zu Hause, lasst euch nicht unterkriegen und bleibt alle gesund. Ciao!